Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Autoverrückt. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man Ledersitze, im speziellen helle Ledersitze, ganz einfach reinigt und pflegt. Wir haben hier ein BMW F31, komplett außenweiß und innen ganz hellbeige Ledersitze. Das ist hier das Merkmal der Modern Line Ausstattungslinie. Ja, und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ich hier regelmäßig diese Ledersitze reinige und pflege. Und zwar habe ich hier dieses Surf City Garage Voodoo Blend Leather Cleaner and Conditioner. Ist meiner Meinung nach ein super Produkt. Diese Surf City Garage Produkte sind allgemein sehr gut, aber in Deutschland gar nicht so weit verbreitet. Ja, und hier steht es auch schon drauf, das ist im Endeffekt gleichzeitig eine Reinigung und eine Pflege. Wobei die Reinigungsaspekte hier, ja, ich sag mal, nicht an erster Stelle stehen. Also in erster Linie ist es eine Pflege. Bei leichten Verschmutzungen reicht aber auch die Reinigungsleistung dieses Produktes auf jeden Fall aus. Das heißt, wenn ihr beispielsweise alle halbe Jahr eure Ledersitze aufbereitet, dann braucht ihr nicht jedes Mal mit einem Reiniger vorweggehen, dann reicht dieses Produkt komplett aus. Und da ich noch kein Video zu diesem Produkt gefunden habe, dachte ich, dass ich das mal eben mache. Ja, in diesem Fall machen wir jetzt einmal eine Vorreinigung, weil die Ledersitze schon lange nicht mehr gereinigt wurden. Dafür braucht man keinen speziellen teuren Lederreiniger. Da reicht ein ganz normaler Innenraumreiniger. Ich bin ein Riesenfan von dem Koch Chemie Multi Interior Cleaner. Da gibt es ja auch schon mehrere Videos auf meinem Kanal, wo ich diesen Reiniger benutze. Der ist sowohl für Textilien, für Leder, aber auch für Kunststoffe geeignet. Super Reiniger. Ja, kann ich nur empfehlen. Hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Alternativ, wenn ihr einen anderen da habt, geht natürlich auch der Sonax Auto Innenreiniger. Kostet auch ungefähr das gleiche wie der Koch Chemie, aber meiner Meinung nach hat der Koch Chemie Reiniger noch ein bisschen mehr Leistung und lässt sich auch besser aufschäumen. Also ich bin eher ein Fan hiervon, aber mit dem Auto-Innenreiniger von Sonax zum Beispiel funktioniert es auch. Oder wenn ihr bei Surf City Garage bleiben wollt, eignet sich natürlich auch das klassische Dash Away. Das ist auch ein super Produkt, das habe ich jahrelang gerne benutzt für die Innenraumreinigung. Ist vergleichbar mit dem Koch Chemie, allerdings ein Tick teurer und deswegen nehme ich jetzt einfach das Koch Chemie. Ich finde, das hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Yo. Und dann, um das Produkt einzuarbeiten, haben wir hier so eine Polster- und Textilbürste mit relativ weichen Borsten. Ich bin hier immer ein Fan von der Sonax-Bürste. Es gibt ja auch welche von Colorlock oder so. Ich denke mal, das ist auch relativ egal, welchen Hersteller ihr nehmt. Ich glaube, diese hier ist so ziemlich mit am günstigsten. Die ist sehr weich und beschädigt das Leder auf keinen Fall. Und für kleine Details eignet sich so ein Detailing-Pinsel. Ich habe jetzt hier einen von Valet Pro, aber inzwischen gibt es da auch deutlich günstigere Detailing-Pinsel, die auch ihren Job machen. Habe ich euch auch mal verlinkt. Ja, ich würde sagen, um hier einen guten Vergleich hinzubekommen, nehmen wir uns einmal ein Abklebeband und ich klebe hier einmal den Sitz in der Mitte ab. So, ich habe hier die Sitzfläche einmal abgeklebt. Jetzt werden wir mal diese Stelle hier reinigen und diese Stelle nicht. Grundsätzlich muss ich sagen, die Ledersitze wurden von mir natürlich schon mal gereinigt. Als wir den Wagen damals gekauft haben, waren die wirklich in einem desolaten Zustand. Die waren komplett verfärbt. Das Ganze sieht jetzt schon deutlich besser aus. Wobei man natürlich sagen muss, ich denke mal, das könnt ihr hier erkennen, wir haben hier schon Abnutzungsspuren, gerade auch in diesem Bereich. Das ist hier die Stelle, wo immer der Gürtel am Leder reibt und ja, da ist das Leder schon ordentlich mitgenommen. Wobei das Auto erst 70.000 Kilometer gelaufen hat. Und man muss sagen, dieses BMW-Leder ist hier extrem empfindlich. Also da müsste ich wahrscheinlich mal nachfärben. Gibt es ja vom Lederzentrum von Colorlock diese Lederfarbe. Habe ich damals beim Passat auch gemacht. Das ist vielleicht mal so ein anderes Video. Aber heute geht es erstmal um die Reinigung. Ja, ich würde sagen, dann fange ich jetzt mit dem Koch Chemie Multi Interior Cleaner an. Vielleicht vorher noch einmal diese Lehne hier aufziehen. Das ist ganz sinnvoll, dann kommen wir auch in diese Bereiche. Ja, also sprühe ich den Reiniger auf. Jetzt nehme ich mir die weiche Bürste und arbeite das Ganze einfach ein. Für die kleineren Stellen eignet sich natürlich auch dieser Pinsel sehr gut.
Und sehen, mit so einem Pinsel kann man das Ganze wirklich super, super toll aufschäumen. Und wir können schon sehen, wie wir hier so kleine Dreckpartikel aufgewirbelt haben. Der Wagen wird natürlich vorher ausgesaugt, aber so ein bisschen Partikel haben sich teilweise so ein bisschen festgesetzt. Die haben so ein bisschen geklebt und die werden natürlich hiermit jetzt so ein bisschen aufgelockert. Auch hier vorne einmal. Das Ganze wirklich mit ganz wenig Druck machen. Also da braucht man jetzt wirklich nicht viel Kraft aufwenden. Vielleicht kann man das jetzt sogar schon hier auf der Kamera sehen. Also in Real Life sieht man es, wie wir hier schon ein bisschen den Schmutz hier mit der Bürste gelockert haben. Ja, man sieht hier vielleicht so diese dunklen Ränder. Also das macht definitiv schon einen Unterschied. Wie gesagt, wenn ihr die Ledersitze länger nicht gereinigt habt, dann würde ich auf jeden Fall den Schritt mit der Vorreinigung hier mit so einem Multi-Interior Cleaner empfehlen. Ja, das Ganze reicht mir schon aus. Jetzt nehme ich mir hier ein Mikrofasertuch und nehme das Ganze ab. Und ihr seht, ich bin jetzt hier nur einmal ganz grob über den Bereich gegangen und ihr könnt ja sehen, was für Verschmutzung wir jetzt hier in dem Tuch haben. Ich habe hier extra mal ein relativ helles Tuch gewählt, damit wir das sehen können. Also ja, ich denke mal, das spricht so für sich hier. So, jetzt habe ich die Sitze noch mal ein bisschen trocknen lassen. Die Oberfläche fühlt sich jetzt schön trocken an, nicht speckig. Hier ist jetzt der Vergleich. Ich denke mal, ich hoffe, man kann es auf der GoPro hier erkennen, aber ich denke mal, man sieht ganz klar, was der Reiniger jetzt hier bezweckt hat. Also deutlich weniger speckig, matter. Und hier haben wir dann zum Beispiel in den Struktur, in der Struktur des Leders selbst haben wir hier in diesen kleinen Falten haben wir wirklich so dunkle Schatten drin und die haben wir jetzt hier komplett rausgekriegt. Ja, jetzt würde ich sagen, nach der Reinigung geht es nun an die Pflege. Ja, wie gesagt, nehme ich ja dieses Voodoo Blend von Surf City Garage. Ich habe ja hier jetzt dieses Spray, was ja auch selbst eine Reinigungswirkung hat, also bei leichten Verschmutzungen auch als One-Step-Produkt ausreicht. Das Ganze gibt es auch noch als Pflegemilch. Das hat dann keine Reinigungswirkung. Ja, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich finde dieses Produkt super praktisch. Man macht dann, wenn man so ein Auto hat, vielleicht einmal am Anfang wirklich so eine ausgiebige Reinigung wie ich gerade. Und wenn man dann regelmäßig die Ledersitze behandelt, reicht dann dieses Produkt komplett aus. Ja, man muss sagen, dieses Produkt besteht aus Bienenwachs, also ist natürlich. Und vom Geruch her ist es so ein bisschen, ja, so ein Mix aus Leder- und Neuwagengeruch. Also das ist kein reiner Ledergeruch. Ich würde mal sagen, das riecht so ein bisschen einfach ja wie so ein neues Auto. So. Also eigentlich, ich finde, das ist ein ganz angenehmer Geruch. Manche Leute finden es chemisch. Ja, da muss jeder selbst sein Urteil drüber bilden. Aber dieser Geruch verfliegt auf jeden Fall auch nach 2-3 Tagen komplett. Ja, ich würde sagen, dann beginnen wir jetzt mit der Pflege. Ich nehme hier ein neues Tuch. Sprühe etwas von dem Produkt auf, nehme das Tuch und verteile es einfach auf der Lederfläche. Das geht super einfach. Also das ist halt das Schöne an diesem Voodoo Blend. Es gibt meiner Meinung nach kaum Lederpflege oder Reinigungsmittel, welches sich einfacher verarbeiten lässt. Und ich bin ja bei Autopflegeprodukten immer ein Fan von einer leichten Verarbeitung. Ja, wie ihr seht, ich habe hier einmal was drauf gesprüht und der Inhalt reicht tatsächlich, um hier komplett die Hälfte des Sitzes zu bearbeiten. Also man braucht hier wirklich nicht viel Produkt. Ja, an sich ist eine Lederpflege natürlich super wichtig, dass das Leder nicht durch die Sonne austrocknet. Und vor allem, wenn man so eine Pflege drauf hat, dann verfärbt sich das Leder auch deutlich langsamer. Also dann kommt es nicht so schnell zu Verschmutzung. Kann man im Endeffekt so ein bisschen wie so ein Wachs auf dem Autolack auch sehen. Also Ledersitze gehören immer ordentlich gepflegt.
Ja, und jetzt lasse ich das Ganze mal so eine Minute einwirken und dann gehe ich nochmal mit der trockenen Stelle des Tuches über den Sitz und trage nochmal die Überschüsse ab. Das ist nicht wirklich notwendig, aber ich bin halt wirklich immer ein Fan davon, wenn ich bei so Ledersitzen wirklich eine schöne matte Optik habe. Ich mag da diesen Glanzeffekt nicht. Und das ist wirklich bei diesem Produkt auch der Vorteil. Also man hat da wirklich eine schöne matte Optik. Genau, aber ich lasse das Ganze jetzt nochmal ein bisschen einwirken und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, 2 Minuten sind vorbei. Jetzt nehme ich mir nochmal das Tuch, gehe hier nochmal überall drüber. Falls hier noch irgendwelche Rückstände sind, nehmen wir die jetzt ab, aber normalerweise zieht das Produkt auch super schnell ein. Ja, das war es auch schon. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal hier unseren Klebeband ab. Auch hier vorne. Dann wischen wir hier nochmal ab und ich denke, der Unterschied kann sich auf jeden Fall sehr gut sehen lassen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist jetzt die gereinigte Stelle, hier die ungereinigte Stelle. Also der Unterschied ist doch auf jeden Fall sehr gut zu sehen. Also das ist schon, das macht halt schon irgendwie wirklich was aus. Deswegen, so Ledersitze sollte man schon hin und wieder mal reinigen. Auto sieht danach doch deutlich neuwertiger aus. Auch hier können wir das erkennen. Hier hatte ich ja an genau dieser Stelle das Klebeband. Hier sehen wir diesen Übergang, wie es da hinten dunkel wird. Und auch allgemein hier seidenmatter Glanz und hier sieht das Ganze wirklich speckig aus. Und ja, einen ganzen Ton dunkler, als wäre hier irgendwie so ein Grauschleier drauf, der natürlich durch die ganzen Jeanshosen und diese ganzen Sachen entsteht. Ich hoffe, das Video war für den einen oder anderen ganz interessant. Jo, in dem Sinne, bis zum nächsten Video bei Autoverrückt und ciao!